Hallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Dota 2 Auto Chess in der Off-Season. Deswegen haben wir die krasse Musik auch gerade. Alle sind unranked, die Season ist vorbei und die neue Season hat noch nicht gestartet. Das heißt, man bekommt jetzt keine Ränge oder sowas im Moment. Glaube ich zumindest, dass wir so weit noch nicht sind. Also es werden keine Ränge verteilt. Was gibt's denn hier an Legendaries? Haskar gibt's auf jeden Fall und Sven. Dann kaufen wir erstmal in Richtung Beast zuerst. Genau, also die Season ist vorbei. Wenn wir hier mal drauf gehen, sehen wir das ganz gut. Wir haben hier jetzt quasi die Staffel 7, die bald anfängt. Die hat noch nicht angefangen. Oder hat sie schon angefangen? Ich glaube nicht. Und wir haben hier auf jeden Fall den Bischof 6 Rang als höchsten Rang abgeschlossen, den wir zwischenzeitlich mal hatten. Und aufgehört haben wir mit Bischof 3, glaube ich, jetzt die Season. Genau, wir spielen eine entspannte Runde im Solo. Und was ich auf jeden Fall machen will, ich will auf ein paar Themen eingehen, und zwar will ich einmal auf ein paar Kommentare eingehen, die unter dem letzten Video von mir standen, beziehungsweise vor 3, 4 Videos, aber ich nehme immer ein bisschen im Vorlauf auf, deswegen nicht wundern, wenn ich manchmal später auf die Kommentare erst eingehe. Okay, die Beasts kommen hier echt stark schon. Das liegt einfach daran, dass ich eben ein paar Videos schon dann meistens voraufnehme und dann eben vorproduziere und dann halt innerhalb von 2, 3 Tagen hochlade. Ich nehme nicht immer live an dem Tag das Video direkt auf. Und da wollte ich auch direkt erstmal fragen, also ich versuche jeden Tag um 16 Uhr ein Video hochzuladen. Guck mal kurz hier, dann nehmen wir den Heal Remit, Ring of Elf. Ich versuche immer um 16 Uhr ein Video hochzuladen. Jetzt ist die Frage, macht es Sinn? Ich habe mal ein bisschen gegoogelt, wann man am besten YouTube-Videos hochladen soll. Und ich dachte mir auch selber, so 16 Uhr macht am meisten Sinn, weil auch viele von der Arbeit oder von der Schule kommen. Und darum ist der Slot momentan auf 16 Uhr. Würde mich aber interessieren, was eure Meinung ist. Passt der Slot so oder ist es euch eigentlich egal, wann ich es hochlade? Soll ich früher oder später die Videos hochladen? Würde mich interessieren, was die Meinung von euch wäre. Also schreibt es auch gerne mal in die Kommentare rein. Das wäre die eine Sache. Dann nehmen wir kurz das Stout-Schild mit. Und ich habe mir das hier notiert. Sekunde, was wollte ich denn noch sagen? Kurz, ich muss mal kaufen. Liken, also Richtung Beast läuft es gerade richtig krass. Also ich meine, das war jetzt erst vor 3 Runden oder so, wo ich auf die Beast gegangen bin, aber es gibt Sven und Haska und wenn das so schon anfängt, dann muss ich erstmal auf die Beast gehen. Genau. Und was ihr mir auch gerne reinschreiben könnt, was ich einfach nicht weiß, wie es funktioniert, obwohl ich das Spiel relativ viel zocke eigentlich, wie man mit den Commands umgeht. Zum Beispiel, ich weiß, man kann irgendwann, wenn man stirbt, kann man einen Command quasi in die Konsole hier eingeben und dass das Bild eben nicht so ausgegraut wird, dass man dann weiter quasi das Bild in, also wenn man schon tot ist, trotzdem nicht in schwarz-weiß sieht. Und wenn Leute zum Beispiel das Spiel pausieren, man kann irgendwie auch das Spiel pausieren, warum auch immer das reingepatcht worden ist, dass man es unterbricht, weil das nervt manchmal, wenn Leute einfach das Spiel stoppen, die hier mitspielen. Also diese Commands wären eigentlich sehr interessant. Und man kann auch irgendwie aufgeben, glaube ich. Also werde ich jetzt nicht machen, aber ein paar Leute geben einfach manchmal auf, wenn Scheiße läuft. Und das würde ich auch gerne wissen, wie es an sich funktioniert, auch wenn ich das nicht vorhab. Ja, nehmen wir das Doppelschild hier mit. Also das wären schon mal so Sachen, die würden mich an sich interessieren. Wie die Commands funktionieren, was eure Meinung zu dem Videoslot ist. Alter, das ist halt nice. Oh, was nehmen wir denn hier mit? Ja gut, ich werde eh gewinnen, dann nehmen wir noch Mirana nachher mit. Ich gebe erstmal im Tass alles rein. Und eigentlich macht es die Enchantress erstmal keinen Sinn, weil die nicht so stark ist wie ein Bounty Hunter. Okay, genau. Und dann wollte ich auf ein paar Kommentare eingehen. Die Kommentare kommen jetzt aus dem Video, wo ich eben witzigerweise auch gerade die Kombi hier gespielt habe. Also die, wo ich es gerade versucht zu spielen, die Beast-Kombi, also schon ein paar Videos her. Weil ich eben jetzt noch 2 Videos auf, also habe, die noch kommen, die schon vorproduziert sind. Genau, und zwar dann der André Wag hat einmal geschrieben, also erstmal nicer Content, danke dafür. Und er hat gesagt, könnte ich die Spoiler am Anfang bitte weglassen. Also ich mache es ja oft so, dass ich an einem an... Oh, ich glaube, das könnte ich vielleicht sogar trotzdem verlieren, wenn der hier noch lange lebt. Ja, er hat halt einen Goblin-Bonus. Ja, das werde ich nicht schaffen. Schade. Mit so einem starken Team dann direkt immer zu verlieren, ist halt ärgerlich. Er hat mich gefragt, könnte ich die Spoiler am Anfang weglassen vom Video? Also ich mache es ja oft, dass ich am Anfang vom Video so eine coole Szene, wo irgendwie ein krasses Team schon zusammen ist oder irgendwas Lustiges passiert, dass ich die oft am Anfang reinschneide vom Video und dann das erste Intro kommt und dann das Video an sich anfängt. Also nehme ich mir auf jeden Fall zu Herzen. Die zwei mit. Werde ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Den Vorschlag. Ich verstehe das an sich, dass man da nicht gespoilert werden will. Ich fand es halt immer cool, das am Anfang einzublenden, weil ich finde, das teasert das Video so ein bisschen an und dann dachte ich, bekommt man eher Bock auf das Video. Aber da wäre es mir auch mal lieb, wenn ihr mal reinschreiben könnt, was ihr davon haltet. Also wie gesagt, der André Walk findet es nicht gut.
Und ich bin auch offen, also wenn man sagt, es ist halt nichts, was interessant ist, dann werde ich es nicht mehr vorne hinschneiden, dann werde ich direkt mit dem Intro starten und keinen Teaser vorne reinpacken. Oder ich kann mir auch vorstellen, dass ich versuche einfach, wenn ich einen Teaser mache, dass ich ihn quasi nicht so extrem, dass ich nicht so extrem spoiler mit dem Teaser, dass ich irgendeine lustige Szene reinhaue oder wo es noch nicht so weit ist oder wo man nicht so viel erkennen kann. Ich versuche generell schon immer rein zu zoomen, dass man die Lebensanzeige rechts nicht sieht, dass man eben nicht weiß, wer auf welchem Platz ist direkt. Aber dann versuche ich vielleicht noch weniger zu spoilern oder ich lasse es halt ganz weg. Also könnt ihr auch wirklich gerne mal reinschreiben. Also dieser Goblin-Bonus, aber diesmal wird es wohl reichen. Ja. Akir braucht man nicht. Genau, das war das eine. Mit Besen kämpfen wir noch. Aber das reicht auch auf seinem Feld. Man kann hier übrigens noch nicht den Avar holen, hätte ich nämlich gern schon geholt. Wahrscheinlich erst schon in der neuen Season angefangen hat. So. My quiver and bow are ready. Jetzt machen wir das so, die zwei brauchen wir echt nicht mehr. Dann leveln wir ja. Also wir hätten auch wieder die Max gut gezogen, aber das macht nichts. Dann lasse ich den Demon drauf und stelle noch einen Undead drauf. Jetzt habe ich eine gute Bohne. Ich habe Krieger, ich habe Undead, ich habe Beast und ich habe einen hier Dings drauf. Dann stellen wir das so. Damit der ein bisschen mehr tankt. Okay. Genau, das nächste Kommentar war von Marvin Schmitz. Auch hat er geschrieben, gutes Video. Ich habe eine angenehme Moderationsart. Das freut mich auch. Danke, Martin. Ich finde immer, also ich versuche so gut wie es geht zu reden. Ich verrede mich aber oft. Ich bin auch oft so, dass ich sehr schnell rede tatsächlich. Das habe ich aber schon immer so bei mir drin. Ich weiß nicht. Ich bin so ein Schnellreder. Da muss ich manchmal versuchen, das ein bisschen wieder runterzubringen und nicht ganz so schnell zu reden. Aber manchmal, wenn ich da ein bisschen aufgeregt im Spielgrad bin oder wenn ich viel auf einmal sagen will, rede ich halt sehr schnell. Aber danke, dass du meine Moderationsart angenehm findest. Und du hast gemeint, ich soll mal den 9er Mage-Bonus ausprobieren, wenn es die Mages gibt. Werde ich auf jeden Fall auch mal machen. Habe ich jetzt selber noch nie gespielt, glaube ich. Oder vielleicht mal privat eine Runde 9er Mages. Soll aber auch stark sein. Was ich dir da empfehlen kann, habe ich dir auch schon geantwortet auf das Kommentar direkt. Vielleicht hast du es schon gesehen inzwischen. Oh, das müssen wir jetzt natürlich irgendwie draufpacken. Was stehe ich denn runter dafür? Ich glaube, ich stelle den Boni erstmal. Wobei, ich könnte es auch so stellen. Ganz ehrlich. Dann so eher tanken. Ja, gut, so passt ganz gut. Die zwei vielleicht noch tauschen. Okay, genau. Ich hatte die schon mal probiert. Die neue Mage ist privat, glaube ich zumindest. Aber ich habe es auf jeden Fall schon gesehen. Und ich kann dir das Video empfehlen. Es kam vor einer Woche circa raus. Beziehungsweise, wenn ich das Video jetzt hochlade, vor so 10 Tagen. Das heißt, Nagas retten uns. Da ist so eine Medusa auf dem Thumbnail vorne drauf. Da hat Levo hat da die Mages gespielt und bei ihm lief es erst nicht so gut. Jetzt hängt es kurz, okay. Bei ihm lief es erst nicht so gut, aber mit den Mages ist es auch richtig weggekommen. Also, die können auf jeden Fall auch was, da hast du recht. So, Such Dave hat nur geschrieben: sehr nice, endlich mal ein Dota Outlaws-Account. Mein Abo hast. Mach weiter so. Super, Dankeschön, freut mich. Ich freue mich über jedes Abo. Also, generell ist der Kanal ja momentan echt gut am Wachsen. Es kommen jeden Tag mehrere Abos dazu. Sind es bald schon 100 dann? Sind wir schon nah dran? Vielleicht sind wir schon bei 100, wenn das Video raus ist, weil es kommt erst in 2-3 Tagen, wie gesagt. Der muss mit. Oh, Terrorblade. Ich hoffe, ich verpasse hier nicht irgendwas Krasses die ganze Zeit. Weil ich hier zu viel laber. Oh Mann. Bin ich in der. Ich komme eigentlich gerade fett in den Winning Streak. Dann will ich jetzt aufleveln schon. Machen wir es jetzt so. Das hat jetzt ein bisschen Gold gekostet, aber es bringt es noch, macht es noch stärker. Und wir sind hier. Haben wir außer die erste Runde bisher alles gewonnen. Genau. Ich mache auf jeden Fall weiter so. Ich gebe mir Mühe. Jetzt auch mit dem Greenscreen hinten und so. Wie gesagt, das ist alles noch neu für mich. Ein Greenscreen ist die zweite Runde erst. Aber ich glaube, es funktioniert schon ganz gut. Ich bin so gut wie es geht ausgekeyt. Vielleicht muss ich noch ein bisschen Belichtung, ein bisschen bessere Belichtung einbauen. Mal schauen. Aber ich versuche auf jeden Fall, mich stetig zu verbessern auch. Dann hat Nick Fiedler hat geschrieben. Kleiner Tipp noch bei den Druiden, dass ich da die Wizards auch draufstellen kann als ein Druid quasi. Also wenn ich nur Enchantress und den Treant habe, dass ich dann statt Furion auch einfach die Wizards draufstellen kann für den Druidenbonus, um dann was hochzuleveln. Auch sehr interessant, super, freut mich. Weiß ich tatsächlich, dass ich es machen kann, ich vergesse es bloß immer. Also ich achte dann, wenn ich die Druiden habe, achte ich nie drauf, dann. Okay, mega slow gerade. Dann achte ich irgendwie nie drauf, dass ich das auch noch machen könnte. Aber macht natürlich Sinn. Jetzt will ich gerne noch einen draufstellen, ne, damit ich noch die Schamanen habe. Aber jetzt wollen wir es nicht übertreiben. Ich muss auch darauf achten, dass ich nichts verpasse hier. Okay, genau, also weiß ich an sich mit den Druiden, vergesse ich bloß immer. Aber danke für den Hinweis. Und da hast du noch, hat der Nick Fiedler auch noch gemeint im zweiten Kommentar, ich soll mich nicht entschuldigen. Weil ich in dem einen Video habe ich gemeint, tut mir leid, dass ich immer Goblin spiele und sag mir, wenn ich zu viel Goblin spiele, dann mache ich es weniger.
ich soll einfach spielen, was ich bekomme und damit ich auch gewinne. Und so macht es ja auch am meisten Sinn. Ist auch richtig, ich werde spielen, was ich bekomme und auch worauf ich Bock habe. Nur ich habe immer so eine gewisse Tendenz zu den Goblins und zu den Mechs, weil ich die extrem gerne spiele. Und ich sag mal so, gerade wenn es jetzt die Mechs gibt, also Gyrocopter und Techies, und ich auf die vollen Mechs gehen kann, werde ich es trotzdem noch oft spielen und auch so ab und zu mal. Weil ich einfach einmal schaffen will. Ich habe schon ein paar Mal Legendaries auf Level 3 bekommen, aber ich war da leider nie in der Aufnahme. Beziehungsweise einmal hatte ich Titan und Techies in der Aufnahme auf Level 3, aber dann war die Aufnahme kaputt. Das habe ich mal in irgendeinem Video eingeblendet. Deswegen, das werde ich auf jeden Fall machen, wenn es 2 Mechs geht. Also die 2 Legendary Mechs zu versuchen, darauf zu leveln. Okay, hier können wir jetzt eigentlich ganz entspannt bleiben erstmal. Hier braucht man nichts. Also ich werde auf jeden Fall dann auf die Mechs weiter versuchen. Und der Chiller96 hat wie immer ein super liebes, nettes Kommentar da gelassen. Das ist viel zu lang zum Vorlesen. Also du bist wirklich sehr aktiv, das freut mich richtig immer noch. Genau. Und hat sich auch, du freust dich auch über das neue Update, finde ich auch gut. Ich finde es auch klasse mit den Items rausnehmen. Also gefällt mir wirklich auch sehr gut. So, das waren jetzt die Kommentare aus dem einen Video. Also freut mich, ich bin heute Morgen aufgewacht und habe dann halt gesehen, hey, das sind wirklich, da waren halt eh schon 2 Kommentare drauf, dann kamen jetzt nochmal diese 5-6 Kommentare dazu. Und das hat mich wirklich extrem gefreut. Und ich versuche auch auf alles einzugehen und alles umzusetzen, so gut es geht. Und klar, wie gesagt, auch mit dem Greenscreen und so nochmal technisch alles zu verbessern. Also wie gesagt, ich bin jetzt dann durch mit den Sachen, wo ich gerne Antwort drauf hätte. Also wenn ihr das alles gehört habt und ihr habt irgendwo eine Meinung dazu, wie gesagt, zu den Teasern am Anfang oder von dem Zeug, was wir spielen oder andere Sachen, schreibt es gerne mal rein, was ihr da davon hält, wie ich das machen soll. Dann gehe ich da gern drauf ein. So, wir haben halt auch Knights und Dragons, sehen wir auch die ganze Zeit schon. Aber ich bleibe jetzt auf der Taktik hier. Ich bin auch echt mit der immer zufrieden gewesen. Was haben wir denn hier? Nehme ich erstmal den mit. Ich gebe jetzt erstmal alles im Tast, der ist eh gerade tanky. Und man kann es ja inzwischen wieder runternehmen und dann kann ich es nachher anders verteilen. Das Team wird aber, glaube ich, auch langsam schwächer. Die Frage ist, wenn ich noch einen Krieger ziehe, ob ich dann... Ach, warte mal, ich habe... Ja gut, ich bräuchte 2 Krieger sowieso noch. Und dann, ne, ich würde schon mal chillen. Die 6er Krieger kommen ja später rauf. Okay. Okay, dann stelle ich jetzt mal Gedun kurz. Das ist gar nicht schlecht. Die Ulti später rausbekommen. Ja. Ja, wie gesagt, es freut mich auf jeden Fall extrem. Also wenn man sich anschaut, momentan, wie gesagt, kommen mehrere Abos am Tag dazu. Und ich habe ja schon mal vor 1,5, 2 Jahren oder so, habe ich meinen Account hier auf YouTube ursprünglich angefangen. Ich will auf 30 Gold kommen. Okay. Da habe ich ursprünglich angefangen. Das ist auch interessant. Vielleicht wenigstens, ja gut, aber ich glaube schon. Ja, wobei, brauche ich die Ulti vom Bloodseeker? Ja, Bloodseeker lasse ich mal drauf, wegen der Ulti einfach. Ich habe damit CSGO-Videos angefangen, habe ich auch viel aufgenommen, die sind aber nie so abgegangen. Aber jetzt durch die Corona-Zeit eben, dadurch, dass ich auch momentan nicht arbeiten muss, kann ich eben viel produzieren. Und lade halt jeden Tag um 16 Uhr das Video hoch und auch ein paar andere Videos damit, so weiß ich nicht, so Unpacking-Videos von so Snacks oder sowas oder verschiedenen Sachen. Da kommt auch noch mehr in nächster Zeit. Und dadurch kommen wir eben momentan echt, ich sehe Frequenz auf dem Kanal. Es kommen ein paar Abos drauf, es kommen viele Kommentare, die Videos schauen sich ein paar hundert Leute inzwischen an. Und es freut mich extrem, dass es auch bergauf geht ein bisschen. Und dann wird die Community immer größer. Aber es ist natürlich auch schön, momentan noch auf jeden Kommentar einzeln irgendwie eingehen zu können. Und ich beantworte immer alles, soweit ich es kann oder soweit es Sinn macht, zu antworten. Und freue mich über jeden Tipp. Ja, und die Runde, also bei mir ist da wirklich so, sobald ich die Aufnahme starte, jetzt gucke ich nochmal kurz zur Sicherheit, ob sie läuft wie immer. Die läuft, okay. Sobald ich eine Aufnahme starte, ist es immer so, dass es halt extrem gut läuft. Also, oder fast immer so. Wenn ich privat spiele, ist es öfter so, dass ich dann von Bischof mega runtergerankt werde. Alter, das ist halt auch schon wieder nice. Ich glaube, ich level jetzt einmal hoch, um wieder stärker zu werden. Und dann stelle ich erstmal Beastmaster mit drauf. Nicht Beastmaster. Lone Trees. Also was ich halt mega immer schaffe auch, da muss ich mich auch entschuldigen, ich verwechsel Namen, auch gerade von den Units hier, dass ich Beastmaster zu Liken dann sag oder dass ich Beastmaster dann auf einmal zu Lone Trees sag. Ich verwechsel extrem oft die Namen. Tut mir auch leid, das bekomme ich irgendwie auch leider nicht raus. Also da bin ich noch ein bisschen Nubbel. Und auch, dass ich manchmal die Kombis vom Namen verwechsel. Ich sag zum Beispiel, dass ich halt, in einer Aufnahme habe ich gesehen, habe ich gesagt, ja, ich hätte auch die Hunter spielen können, habe ich glaube ich gesagt, habe aber eigentlich die Assassinen gemeint. Oh, hoffentlich für dich jetzt die Streak nicht. Nein, ich habe den Bären noch.
Deswegen manchmal verrede ich mich einfach und verwechsel die Namen von den Strategien oder Monster Kill ist auch nice. Oder von den Units, aber ihr wisst ja, was ich meine, seht's dann ja immer. Und wenn es mir auffällt, verbessere ich mich natürlich auch. So, das ist auch schon mal nice. Also falls ich jetzt noch... Ah, jetzt könnte ich eigentlich switchen. Ich glaube, ich stelle jetzt dann wirklich lieber die hier noch mit drauf. Dann switche ich das aber so. Der kann eh gut tanken. Ist mir egal, wenn er stirbt, der hat gute Bonis. Okay, das passt. Jetzt ist die Frage, trenne ich mich schon von... Weil ich will halt nicht auf die Orks gehen. Ja, ich trenne mich jetzt von dem hier schon. Die Krieger habe ich jetzt eh drauf, weil als nächstes kommt dann Lonesweet drauf. Und 50 Gold ist echt schon gut und trotzdem Level 7, also daher läuft die Runde gerade richtig nice. Jetzt könnte ich die Losing Streak verlieren, so wie es aussieht. Ja, wobei, ich habe noch viel hier leben. Chaganau betreten er sich eigentlich. Okay. Ja, okay, ich verliere sie. Egal, ich bin auf 50 Gold hochgekommen. Das passt. Ne, aber die wichtigsten, also was mir lieb wäre, den Slot mal, dass ihr mir schreibt, wie ihr den Slot findet, 16 Uhr. Und ob ihr das gut findet mit dem Slot. Auf seinem Feld gewinne ich es halt. Ach, warte mal, ich kämpfe gegen ganz andere auf meinem Feld. Oder gewinne ich es auf jeden Fall. Den Slot 16 Uhr mit den Teasern, das würde ich gerne wissen, damit ich mich ein bisschen drauf einstellen kann. Und generell, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, immer gerne reinschreiben. Solange das konstruktive Kritik ist und eben nicht irgendwie beleidigt wird, tue ich doch gerne immer drauf reagieren und drauf eingehen. So, wir brauchen auf jeden Fall nachher Haska und Sven für die krasse Kombi wieder. Noch ein paar andere. Venomance habe ich noch keinen einzigen gesehen, leider. Der hätte ich gerne einen bisher gehabt. Ich muss auch mal schauen, also wenn es die neue Season startet, werde ich wahrscheinlich, weil ich habe jetzt Videos für heute schon, also heute, das kannst du ja mal sagen. Heute haben wir den 30. April, da kommt ein Video raus. Ich habe für morgen das erste Greenscreen-Video, also für den 1. Mai. Und ich nehme es jetzt heute hier quasi am 30. auf. Deswegen, und das Video vom 30. kommt aber erst am 2. Mai. Deswegen, und dann würde ich erst am 3. Mai theoretisch mit dem neuen Update anfangen. Also ich weiß nicht, ob ein neues Update kommt, aber halt mit der neuen Season. Deswegen würde ich, glaube ich, ein Season-Video irgendwann mal noch reinschneiden. Und machen wir das so. Also ich würde einen mit einem neuen Season-Video direkt am Tag der Season oder am Tag danach am Abend mal noch hochladen, außerhalb von 16 Uhr. Würde ich das irgendwann mal einfach abends noch mit hochladen, damit ich direkt eins hab für die neue Season. Das muss ich mir aber noch überlegen, wie ich das genau mache. Ja, ich kann eher hier alles tanken. Machen wir das so. Mal gucken hier, dann gebe ich ihm nochmal BKB erstmal. Da war eh schon einmal Mages vor unterwegs, glaube ich. Ups, dafür kriege ich mich immer. Aber dann, danach sind wir wieder relativ aktuell. Jetzt sind halt noch heute vorproduziert, es kommt heute raus und dann halt zwei Tage mit dem Video heute. Aber ich wollte einfach auch auf die Kommentare jetzt eingehen, weil eben, ich heute Morgen viele Kommentare sind da und ich wollte direkt das Video dazu machen, um meine Gedanken halt dann direkt dazu äußern. Jetzt gucken wir mal hier kurz und dann gucke ich eigentlich mal in Candy Store rein, ob es gibt, wobei gibt's, es gibt was zu kaufen momentan, dann gucken wir da gleich mal. Mein erst Tank hier, aber oh, das war gut, dass hier mal R ein bisschen aufgehalten wird. Der hält sich ja bald wieder hoch. Komm, ich brauch deine Ulti jetzt mal. Und er greift halt den Falschen irgendwo an. Jetzt ist halt die Frage, wer da jetzt besser ist von den zwei. Ah, die Zeit ist vorbei. Habe ich gar nicht drauf geachtet mehr. So, jetzt will ich aber Lone Street mit draufpacken, dann stelle ich ihn mittig auch. Ah, Level 8 ist halt schon geil für Runde 17 und ich bin trotzdem vom Gold hoch. Ich meine, ich habe hier viele Einheiten, die ich nachher noch tauschen muss. Aber das bekommt man dann ja auch problemlos hin. Ich hoffe, ich habe keinen Venomancer übersehen. Ich spiele momentan immer meine ganzen, ihr könnt euch ja mal hier kurz, habt ihr vielleicht mal schon mal gesehen, aber... Ich habe ja relativ viele Kuriere und ich habe schon die besten so hochgelevelt auf 30. Ich tue jetzt mal immer gucken, dass ich auch Captain Bamboo und sowas hochlevel. Ich finde halt den Explorer hier finde ich am coolsten. Den hier. Dem habe ich auch schon Pet gegeben auch. Jetzt ist halt die Frage, was ich mir momentan auch nicht sicher bin.
Soll ich weiter? Ich gebe natürlich immer noch coolere Kuriere. Jetzt gucke ich mal kurz, aber die Runde fertig. Okay, die gewinne ich. Auf dem Feld easy und auf dem gewinne ich es auch. Ich habe Geld bekommen. Oh, das ist ganz gut. Das ist gut, im zweiten Schaden zu machen. Wir leveln einfach weiter entspannt. Jetzt guck mal ganz kurz. Gib mir ein Liken. Ein Liken ist leider nicht dabei. Dich will ich aber über die Draw spielen, auch wenn die 2 ist. Stellen wir den einfach zur Seite, genau. Soll ich weiter hier meine Bonbons benutzen? Ich bekomme bald nochmal 80 Bonbons für den Bischofrang dann, als Belohnung quasi. Soll ich weiter hier halt, also hier die Bonbons benutzen für den Candy Store, um dann die Legendaries, die gerade hier waren, einen richtig geilen zu ziehen, so einen Drachen oder so? Fände ich halt cooler nochmal. Ich habe da ja nur diese komische Kobeling, der aussieht wie Death Prophet, den hier. Oder soll ich mir eben nach und nach so Effekte kaufen? Und die Effekte würde ich mir dann aber eben für diesen Vogel geben, den ich auch oft spiele, weil ich den echt cool finde, auch wenn es nur ein Purple-Typ ist. Ups, immer falsch. Oh, auf dem sieht schlecht aus, dem sein Feld. Aber auf meinem Feld. Wenn jetzt. Nee, das sind zu viele gegen Terrorbett. So viel macht Terrorbett dann doch auch nicht. Oh, Level 2 ist schon böse. Mit dem Heal noch. Auf seinem Feld verliere ich es. Okay, das macht nichts. Oder soll ich eben Effekte kaufen? Und Effekte würde ich dann halt, wie gesagt, für. Ich wähle das einfach mal aus, ich habe wurscht. Weil den finde ich, rein vom Optischen finde ich den am coolsten. Ich glaube immer noch mal den für die Quests bekommen, weil ich habe ihn auf einmal gehabt. Ich weiß aber nicht, woher er kommt. Wahrscheinlich von den Quests. Also wenn ihr wisst, woher der kommt, schreibt es mir gerne rein. Aber ich glaube, ich habe ihn für die Quests bekommen. Hier brauche ich ja eh nichts, ne? Genau. Wie gesagt, da habe ich mir jetzt schon das Ei dazu auch gekauft mit den Augen hier. Den finde ich auch schon richtig cool, der passt vor allem zum Vogel dazu. Und dann würde ich halt noch so einen Effekt kaufen, einen Schadenseffekt. Was natürlich dann auch wieder lange dauert, wenn man die Bonbons hochspart. Aber dann müssen wir mal noch schauen, wie das am meisten Sinn macht. Mir gefällt der einfach gut, der Vogel. Gerade weil da eben so viele Details dran sind. Also hier sind halt wirklich dann mit der Gitarre hinten drauf und so noch. Dann ist da so ein Kuscheltier, glaube ich, drin, so ein Schaf, genau. Und so Tränke und sowas mit der Schriftrolle. Oh, ich glaube, das war genau, wo ich verloren habe. Also sieht schon cool aus, da ging eigentlich gar keine Schnitte mit den Assassinen. Der ist zu stark. Gibt's die Quop für später? Die Quop gibt's gar nicht. Er spielt's mit den Dragons zusammen und Akias, glaube ich, ne? Okay, macht aber nichts. Wir haben genug Leben, wir sind bei Level 9 und der merkt Besen. Ist noch Level 8, aber der hat auch noch gut Geld. Also der könnte gefährlich werden, der Junge, vor allem weil er gerade sehr stark ist. Krass, dass schon so viele auf Level 8 sind jetzt. Also die Runde, also alle sparen gut, alle leveln gut. Das sehe ich jetzt gerade erst. Ich dachte, ich wäre schon extrem weit. Ja, aber es ist auf jeden Fall optisch, finde ich, der detailreichste Kurier, den ich im Moment habe. Braucht mal wieder nichts. Ja, nächste Runde gehe ich automatisch auf Level 9. Gewinne ich gegen die Teile. Ja, komm, ich kann einfach trotzdem jetzt nochmal Level noch irgendwas mit draufhauen, um da ein bisschen safer zu gehen. Und dann stelle ich die immer mehr in die Richtung kurzzeitig. Die sollen aber auch spawnen. Weil hier spawnen jetzt diese Hellbios und die sind zwar schwächer gemacht worden, aber immer noch relativ stark. Oh, was ich jetzt gar nicht beachtet habe, die Trolls die ganze Zeit zu kaufen. Die Trolls brauche ich ja auch dafür. Das muss ich noch beachten. Aber ich glaube, ich roll jetzt erstmal ein bisschen, um stärker zu werden. Leveln kann ich dann immer noch, sobald ich Haska und Sven hätte. Ja, die sind halt immer noch sau stark, aber mein Team ist auch gar nicht mehr so stark. Die Wölfe sind da, das ist gut. Zumindest von einem schon mal. Ja, okay, das lief jetzt dann doch gut. Aber viel Schaden habe ich noch nicht. Ich habe Tankiness, aber Damage ist noch nicht wirklich am Start. Oh, nochmal eine Mango. Das ist natürlich nice. Muss ich gleich überlegen, was ich draus mache. Eigentlich ist der Energy Booster, glaube ich, der schlauste dann gleich. So, Venomancer ist jetzt da, das passt gut. Einmal können wir noch rollen. Der Necrophos lasse ich halt erstmal gerade drauf, aber eigentlich will ich den nachher nicht spielen. Deswegen ist die Frage, ob ich das Geld für den ausgeben würde zum Hochleveln. Ich muss auf jeden Fall jetzt schon mal die Vierer Beasts. Der muss wieder mittiger kommen. Ja, so passt die Aufstellung. Eigentlich will ich echt den Energy Booster, um den nachher Sven zu geben, damit er schnell seine Ulti raushaut. Gib mir ihn aber erstmal Taste, damit er schnell seine Ulti raushaut. Jetzt grad, ich kann nachher ihm dann alles abziehen auf einmal. Weil das Item wegnehmen kann ich ja auch nicht so oft benutzen.
lösche den Egg schon mal, weil der kommt nachher auch weg. Ja, das wird hier gerade schon wieder eine interessante Runde. Ich hoffe, die geht auch gut zu Ende, dass ich nicht auf einmal voll abkacke, weil ich würde die Runde echt gern hochladen. Allein, ich glaube, ich würde sie auch so hochladen, weil ich will einfach... Jetzt habe ich schon so viel angesprochen von den Kommentaren und dann ist schon eine ganz nice Runde mal. Was hier kommt... Juggernaut stands ready. Damnation rises. Würde ich Doom irgendjemanden bevorzugen? Eigentlich gerade... Ja gut, ich kann erstmal... Ja, wobei, der gibt mir Warlock-Bonus, Necrophos. Boah, das ist die Frage. Aber ich glaube, der Doom ist schon stärker. Tun wir erstmal Doom. Necrophos soll eh nicht... Spielt eh keine Rolle in meinem Team. Ja, wir leveln jetzt erstmal auf 10. Dann ziehe ich die Legendaries auch gut. Jetzt habe ich ja doch den Liken wenigstens hochgelevelt. Er gibt so eine ähnliche Kombi, er gibt glaube ich die vollen Krieger, Edwin. Er will zumindest glaube ich die 900 Krieger spielen, oder? Wo ist sein Kurier denn? Ja, der hat 8 schon drauf im Moment. Und Shiro hat da einfach noch so drauf gestellt. Mhm. Der ist gerade sehr stark. Aber wir haben noch so viel Luft. Der Patsch hätte echt gerne noch drauf gehen können. Ja, 12 Schaden tut natürlich trotzdem weh. Ich hätte halt den... Komm, einmal Roll ein bisschen. Haska, perfekt. Phenomancer auch schon mal. Dann kann ich jetzt aber auch den Patch runterstellen schon mal, weil jetzt habe ich eh den Dingsbonus nicht mehr. Ach komm, wir nehmen einfach... Wow. Ich dachte, ich kann noch mal ein bisschen rollen, wenn ich ein paar Gold bekomme, aber ein Gold ist natürlich ein bisschen wenig dafür. Okay, ich habe immer noch die ganzen Trolls ignoriert. Die muss ich immer noch holen, wenn ich sie mal ziehe. Also weil ich wieder Vierer-Trolls gehen. Hinten dran dann. Ja, er hat so Mage Strengths am Start, würde ich sagen. Shakiro halt auch schon gezogen. Level 8 ist schon krass, Shakiro gezogen zu haben. Aber ansonsten ist sein Team jetzt nicht so extrem gut. Oh, Trankle Boots noch. Die nehme ich auch gern mit. Für ihn dann gleich. Ja, wir haben echt schon ein paar Tank-Items zusammen. Das ist gar nicht schlecht. Jetzt ist die Frage. Ich habe jetzt eigentlich zwei mit Lone 3. Ich glaube, ich tue noch ein bisschen rollen und dann gehe ich auf Level 10 erst. Okay, jetzt habe ich. Jetzt lebe ich doch direkt. Jetzt habe ich eh schon Venomancer hochgezogen. Jetzt gebe ich dir noch die Trankle Boots. Dann hat er halt. Also der ist dann nachher richtig tanky. Wenn ich das nachher alles Doom gebe, hat er schon 4 Items zum Tanky sein. Dann kann ich noch ein bisschen Schaden draufhauen. Troll Warlord brauche ich auf jeden Fall noch. Gut, es kommen halt nachher hier viele weg. Also Axe kommt nachher safe weg. Es kommt Tiny safe weg. Es kommt Doom safe weg. Weil dafür muss dann Sven drauf. Und Haska. Nicht Haska, Troll Warlord noch, wenn ich den irgendwann ziehe. Der hat schon Goblin-Bonus. Ah, das ist schon Runde 24, ist es. Also so early ist es nicht. Ja, aber die gehen alle auf Clockwork. Jetzt erstmal ist es ganz gut, dass die alle so auf einen die ganze Zeit gehen. Dadurch mache ich trotzdem welche weg. Ogre Magi, der wird auf jeden Fall weg. Vielleicht gewinne ich sogar. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, ja. Der erste hat aber gegen mich gewonnen. Oh, wie viel ich da gespawnt habe. Wenn ich nachher noch irgendwie ein Void, Dings, eine Crown auf Venomancer bekomme, wäre das auch ekelhaft für die Gegner. Okay, das ist ganz nice. Oh, den Shadow Shaman muss ich mitnehmen. Oh, Dazzle kann ich auch mitnehmen. Jetzt hätte ich zumindest in die Kombi voll. Wenn ich noch Sven ziehe. Oder auch so theoretisch erstmal. Na ne, wobei mir fehlt noch. Troll Warlord fehlt mir halt vor allem noch. Um die 4er Trolls draufzustellen. Plus die 6er Krieger zu behalten und die 4er Beasts zu behalten. Aber ich kann das ganz entspannt dann gleich machen. Wobei, sobald halt noch wir zwei leben und ich gegen ihn, im Moment ist er halt stärker. Jetzt schauen wir mal.
Oh, ich habe Mana Boots aussehen gemacht. Wieso macht der Mana Boots so nicht die Boots hier? Ah geil, ich nehme das in der nächsten Runde einfach weg und dann mache ich da andere Boots draus. So, was bekommen wir hier? Dann nehme ich das Ausweichen auf jeden Fall mit. Schön, dass ich wieder keinen Schaden mitgenommen habe, wie ich es eigentlich machen wollte. So, jetzt gehen wir mal dein Zeug. Dann tue ich kurz das Teil weglegen. Und ich gebe einfach jetzt erstmal alles. Ich gebe alles Doom. Und das Mana gebe ich erstmal Lone Treat, damit er seinen Bären rausbekommt, der Junge. Dann kann ich bald schon hochleveln. Und der kauft natürlich auch gut die Trolls weg, ey. Hoffentlich mache ich dem ein bisschen Schaden, aber ich glaube, ich gewinne es gar nicht mal. Aber das ist trotzdem wieder relativ wenig Schaden. 8 Schaden. Dafür, dass ich noch so viel Leben habe, geht das echt klar. Und bald roll ich ja los. Ein Troll-Warlord wäre halt echt nice, damit ich dann die Taktik switchen kann. Ich investiere jetzt mal ein bisschen was. In der Hoffnung, stärker zu werden. Stellen wir ihn noch mit drauf. Ha. Huh. Er hat Drangs drauf. Dann gucken wir mal, gehen wir gegen die Drangs im Moment abschneiden. Naja, aber er hat keine Chance. Tut mir leid für den kurzen Lag. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Der MacBesen bekommt auch Schaden. Ja, ich bin jetzt fast gewillt, auch wenn ich nicht auf 50 Gold bin, ein bisschen zu rollen. 2 Lone Treats noch. Aber meine Bank wird gleich richtig voll werden, das sehe ich jetzt schon wieder. Allein, weil die ganzen Druiden hier halt draufstehen. Dann ziehe ich wieder Lone Treat nicht hoch. Ich sehe das schon kommen. Okay, jetzt fehlt mir noch ein Lone Treat. Bad Rider will ich eigentlich nicht spielen. Den will ich eher spielen. Nehmen wir erstmal. So, jetzt habe ich es richtig, genau. Ich habe jetzt schon mal den Boni drauf, ich ihn haben will. 4er Beast. 4er Krieger, 4er Trolls. Nur, ich habe sogar die Einheiten an sich drauf, die ich haben will. Aber Doom will ich eigentlich durch den Sven austauschen. Außer ich bekomme halt Doom so krass hoch, dass es halt keinen Sinn macht. Also ich habe Doom jetzt halt schon, müsste ich gucken. Wenn ich Doom auf 3 bekomme, würde ich vielleicht auch eher den Doom lassen. Ja, gegen Edwin gewinne ich jetzt relativ easy inzwischen. Wobei sein Trollwollot natürlich noch lebt. Aber es geht echt klar. Das heißt, dem können wir auch nachher seine Streak abluchsen. Da kommen ein paar Items, die nehme ich natürlich gern. Crown, okay, perfekt. Crown für Venomance, das ist schon mal safe. Juggernaut stands ready. Ja, ich glaube, es läuft doch auf einen krassen Doom raus, die Runde. Mann, jetzt bin ich halt so greedy für sowas. Also warte mal ganz kurz, das muss hier. Dann. Ich gebe es erstmal so im Doom. Das kann ich danach wieder auseinanderbauen, falls ich hier Radiance draus machen könnte. Butterfly. Da brauche ich nämlich nur noch den Eagle, sondern könnte ich das hier, wie heißt denn? Die Chevelin auseinanderbauen. Gucken wir mal. So, wir haben jetzt auf jeden Fall nachher noch Death-Items frei. Die Frage, wem wir die geben. Ich meine, Haskar lebt ja so schon ewig. Oh, die Streak wäre natürlich lecker, wenn ich. Oh, ach nee, diesmal gewinnt der easy.
Oh, da muss ich jetzt aber gucken, was ich mache. Das ist jetzt relativ easy, wie er gerade gewinnt. Oh, das wäre wichtig gewesen. Enchanted, I'm sure. Haskar nochmal, das ist natürlich nice. Trollwallert, ja, ich muss die Sachen einfach hochleveln, okay. Lone Tree ist gleich hoch. Die Trolls werden schon mal richtig stark, die hochzuleveln, aber jetzt warte ich eine Runde, schaffe ich zeitlich eh nicht. Lone Tree ist oben. Ja, meine Backline ist halt Level 1 komplett, aber das sind auch zwei unbedeutende, relativ unbedeutend. Komm, mal Tasten noch weg für die 30 Gold. Ich glaube, ich würde Liken dann gleich die Rüstung ein bisschen geben. Doch mal kurzzeitig wieder. Nochmal ein Doom. Shakiro brauche ich nicht. Okay. Doom bekommt erstmal nochmal das bessere Item. Da. Jetzt kann ich. Ja, machen wir es so. Komm, dann geht Liken den Tank noch hier rein. Spiel ich gegen den Elfen wieder. Oh, er hat halt den Sven auf Level 2. Er macht genau das, was ich eigentlich mache. Kann das sein? Spielt er meine Kombi? Ja, nee, nicht ganz. Eigentlich spielt er meine Kombi, würde ich fast schon sagen, schwächer, aber er hat halt den Sven, der alles wegmacht. Das ist halt die Sache, was ich meine mit dem Sven, dass der so krass ist. Gerade mit dem Blinkdagger. Er macht genau das. Er hat es bestimmt in meinem Spiel gesehen, in meinem Video. Ja, was machst du? Da machst du halt nichts. Ich muss auch den Sven hochziehen, definitiv. Ich bräuchte einen Blinkdagger dazu dann auch noch. Das wäre optimal. Aber ich gehe auf jeden Fall auf den Sven, nicht auf den Doom. Ach, Mann. Ja, gut, das ist jetzt halt so. Ich brauche jetzt keine Level 3er gerade mehr hochsammeln. Jetzt wird es nämlich eher auch vom Geld langsam. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Puh, wen sollen. Sven kann ruhig den Dazzle angreifen. Ich glaube, aus Sven würde ich dann vielleicht sogar doch die Mana Boots bauen. Was ich Sven draufstelle. Er ist zu krass. Sein Sven ist einfach, er macht einen riesigen Unterschied. Aber selbst gegen Maison verliere ich gerade. Ich hebe es jetzt aber trotzdem für den Sven auf. Zerlegen. Warte mal, wo steht er denn? Da steht mein Sven. Aber er ist halt zu low auf seinem Level, das ist das Problem. Ja, ich werde gegen den keine Chance haben. Ich werde nur eine Chance haben, wenn ich den Sven noch irgendwie bekomme, aber da sind natürlich viele aus dem Ding schon raus. Jetzt muss ich die Runde locken für Troll. Weil ich würde ihn verkaufen, aber das bringt nichts. Das hat er jetzt auch noch hochgelevelt. Denn eigentlich will ich das. Stellen wir das mal so. Hört sich jetzt dumm an, aber ich will, dass irgendwie Sven irgendwo hier landet. Am besten bei dem Lone Tree oder so.
Der Bär könnte den Sven ein bisschen aufhalten, das wäre perfekt. Boah, er hat halt so krass gezogen. Na, keine Schnitte. Auf seinem Feld auch nicht. Hat auch Haska auch hochgezogen. Why doesn't anybody like me? Stermaskin Drachen mal wieder ein bisschen. Ja gut, da macht eigentlich mittig auch nicht wirklich Sinn. Ah, hier kann ich gerade nicht mehr viel machen, leider. Kann mich der Sven überhaupt noch retten, wenn ich ihn ziehen würde? Ich meine, mein Sven wäre auch krass, hat er auch krasse Bonis. Und sonst, eigentlich hat er ja nicht viel krasseres, denn er hat den Blinkdagger, der macht halt auch viel aus. Und er hat eben, ich finde die Kombi, ja gut, er hat die Undeads dafür noch, hat trotzdem hat die Orks noch, also es sind auch gute Kombis, wie er spielt mit den Neunern hier. Das muss man auch ehrlich sagen. Habe ich noch einen Platz frei auf ihm? Nee. Ja, ich nehme es auf jeden Fall das hier erstmal mit. Okay, Sven. Komm Sven, mach noch irgendwas. Oh, wieso liegt da alles daneben, ey? Alter, ist das schwach. Bringt es halt leider in der Runde nichts. Überlebe ich es nochmal eine Runde, um es mir nochmal anzuschauen. Ich glaube, ich überlebe es wenigstens noch eine Runde. Dann kann ich mir wenigstens mit den Items nochmal anschauen gleich. Oh Mann, ey. Ja, BKB wäre natürlich auch nice gewesen. Hauptsächlich hat den scheiß Hearing jetzt gegeben. Ach, egal. Dann gebe ich BKB jetzt einfach noch dem hier. Ich glaube, ich Corners ist mal ein bisschen, das wäre noch eine kleine Hoffnung von mir, dass Corner was helfen könnte. Machen wir es mal so. Dann stehen die ein bisschen safer. Ich meine, gut, da geht Dings, Sven geht in die Corner, vielleicht wird er dann von den Trolls angegriffen. Ah, sein Sven ist so krass. Ich habe seinen Sven mit meinem Sven getötet, aber mein Sven macht dann zu lange nichts mehr. Aber es war schon knapper. Also ich glaube, mehr konnte ich am Schluss nicht mehr machen. Ich hätte die noch hochleveln können. War keine perfekte Runde, war aber eine sehr interessante Runde. Und es freut mich eben auch, dass ich jetzt wirklich die Kommentare beantworten konnte. Und zweiter Platz ist auch mal okay. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.